Heute geht es um Clubfitting. Was läuft hier schief? Viele haben nicht die richtige Schlägerlänge und können auf dessen nur gewisse Bewegungen ausführen und vielleicht gar nicht das umsetzen, was der Golflehrer von ihnen möchte. Was meine ich damit? Wenn die Schlägerlänge, egal wie groß jemand ist, wie alt jemand ist, ob er anfängt oder schon ein Tourspieler ist, die Schlägerlänge wird bestimmen, was für eine Bewegung er machen muss, um möglichst erfolgreich sein zu können. Angenommen, dein Set wäre zu lange als das für dich, für deine Körpergröße vonnöten wären, dann sieht das in der Adressierung so aus. Jetzt, was du noch wissen musst, damit du das beurteilen kannst, dein Schwungzentrum ist hier in der Mitte. Warum ist das da? Weil du den Schläger mit den Händen und deinen Armen festhältst und wenn du dich jetzt hier drehst, wirst du schon sehen, dass das Zentrum hier ist. Wenn du unten die Hüfte einsetzen würdest, würde ja nichts passieren. Also das Schwungzentrum ist hier. Jetzt, wenn du hier dich an den Ball stellst und die Schlägerlänge wäre zu lange, dann ist der Abstand von dir, vom Schwungzentrum zum Ball, diese Strecke ist zu klein gegenüber der Länge des Schlägers und deinen Armen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, trotzdem noch erfolgreich zu sein, wenn du Schläger hast, die zu lange für dich sind. Das heißt, die eine Variante wäre beim Spielen, dass du in Rückschwung gehst und jetzt unbedingt diese Position halten musst, den Abstand von deinem Schwungzentrum zum Ball halten musst und so durch den Golfball gehen musst, damit du erfolgreich die Bälle Richtung Ziel abgehen kannst. Jetzt, das ist möglich, solange du beweglich und genügend Kraft auch hast, das hinzubekommen. Viele Leute sind nicht so kräftig und gehen einen anderen Weg unbewusst, nämlich diesen, dass sie im Durchschwung aufstehen, um beide Strecken hinzubekommen, dass sie ungefähr gleich lang sind, damit die Bälle nachher dann Richtung Ziel weggehen können. Jetzt, beides sind eigentlich Verfahren oder Golfschwünge, die retten, was hier noch zu retten ist. Wenn aber die Schlägerlänge richtig ist, beide Strecken ungefähr gleich, dann kannst du zurückgehen, kannst runterkommen, kannst die Bälle da wunderschön Richtung Ziel abgeben und fertig schwingen. Das heißt, du brauchst weder hier aufzustehen, noch brauchst du hier den Winkel zu halten. Gut, ich hoffe mit diesen Hinweisen, dass ich dir helfen konnte, Clubfitting zu verstehen. Warum das schon wichtig ist, wenn du anfangen möchtest, Golf zu spielen oder wenn du schon Golf spielst, dass die Schlägerlänge die richtige ist. Ansonsten ist es nur ein SOS-Spiel, rette sich wer kann. Und am Schluss tut dir vielleicht noch alles weh, weil es viel zu anstrengend war und zu viele Kräfte hier benutzen musstest, um erfolgreich spielen zu können. Wenn du mehr Tipps möchtest, richtig lernen möchtest, Golf zu spielen, dann abonniere den Kanal, freue mich und bis zum nächsten Video. Tschüss!